Hallo, schönen guten Tag. Zuriak, mein Name. Ihr seid hier auf meinem Channel mittlerweile seit ein paar Wochen gelandet. Und ich meine, ein paar Wochen ist es jetzt her, wir haben den 12.11., dass ich mit der Fotografie angefangen habe. Und ich möchte einfach mal so für mich ein kleines Resümee ziehen, was ich so gemacht habe, was ich noch vorhabe in nächster Zeit und was dann alles noch so kommt und gelaufen ist und was, ja, alles, was man noch machen kann, ne? So, ich würde ganz gerne so ein paar Bilder mit euch, also ein paar Bilder zeigen, was ich so gemacht habe. Wie gesagt, Resümee ziehen. Ich habe jetzt tatsächlich nichts vorbereitet, deswegen, das ist einer meiner Ordner, der okay ist. Und dann hätten wir noch hier einen Ordner, ein paar Ordner, die interessant sind. Ich sehe aber auch gerade, dass mein Stream nicht auf kompletten Bildschirm aufnimmt, sondern eigentlich nur 1920p, obwohl ich einen 4K, 3,4K Monitor hier stehen habe. So, obwohl das eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil dann seht ihr die Push-Up-Benachrichtigung unten rechts nicht. So. Der Ordner ist leer, den könnt ihr löschen. Das war ein geiler Tag. Das war's Cosplay-Shooting in Düsseldorf. Und da wollte ich nicht darauf zu sprechen kommen. So, eine meiner ersten Aufnahmen, die waren ja tatsächlich in Bonn am Rheinufer. Da hatte ich mir noch die Nikon von meinem Vater geliehen, um einfach mal zu gucken, ja, klappt das? Kann ich damit erst mit anfangen? So, ich suche gerade Bonn in meiner Ordnerstruktur. Skatepark Bonn ist nicht das Bonn, was ich haben will. Ey, gelöscht habe ich den nicht, oder? Ne, Moment, Hafen oder so hieß das, ne? Hafen? Nö. Nö, ist weg. Fields Batman, der ist deutlich ernsthaft weg. Bluestacks. Lightroom. Okay, dann machen wir es anders. Ich habe ja Bluestacks offen. Aber machen wir es mal so, der Reihe nach. Warum habe ich eigentlich mit Fotografie angefangen? Ich habe angefangen mit Fotografie, weil ich ja doch sehr, sehr viel am PC sitze. Unter anderem durch meine Arbeit, unter anderem, weil PC-Gaming so mein großes Hobby ist. Und ja, dachte mir, was kann ich machen, was kann ich mir für ein Hobby suchen, womit ich... Ja, womit ich Spaß haben kann, womit ich mal wieder Leidenschaft bekomme. Das Ganze hier sind so die ersten Bilder. Hat so tatsächlich auf der Gamescom angefangen. Ich habe mir die Kamera von meinem Vater geliehen, die Nikon 5600 schlag mich tot. Und habe einfach mal so zwei, drei Fotos gemacht. Ne? Müsste eigentlich groß genug sein, oder? Kann ich das eigentlich voll? Nee, dann wird's abgeschnitten. Ja, hab dann hier so ein paar Figuren geknipst. Gute Dark Souls-Figuren. Und dann kam eigentlich hier so das erste Mal, wo ich mir dachte, okay, das ist gar nicht mal so schlecht. So vom Hobby her. Ne? Ich war wirklich, ich bin seit September wirklich sehr viel draußen. Ich habe kein Wochenende mehr, was ich quasi zu Hause verbringe. Weil normalerweise war mein Tagesablauf ja früher so Arbeit. Heimkommen, zocken, schlafen, Arbeit, heimkommen, zocken, schlafen, Arbeit, heimkommen, zocken, schlafen. Mittlerweile ist mein Tagesrhythmus so morgens früh aufstehen, Kaffee, Homeoffice, mittags dann nochmal ins Büro fahren, dann überlegen, ey, fahre ich noch in die City oder fahre ich noch ans Rheinufer oder noch wie gestern zum Beispiel in den Skatepark. Danke übrigens an Marco und seine Crew, sehr geil, dass ihr da mitgemacht habt. Und so sieht das halt mittlerweile aus. Also ich komme wirklich viel raus, ich komme viel rum. Ich habe auch mittlerweile schon wirklich viel gesehen. Ne? Und das hier war zum Beispiel die Bonner Nordbrücke, die Friedrich-Ebert-Brücke müsste das sein, über die ich halt jeden Tag zur Arbeit fahre und wo jedes Mal dicker Verkehr ist. Und die Brücke soll übrigens auch nächstes Jahr saniert oder angefangen zu saniert werden. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob saniert oder ein kompletter Neubau, ne? Man fängt auch an, die Umgebung irgendwie komplett anders wahrzunehmen. So, ich fotografiere die Brücke, denke mir so, geile Brücke, was ist das für eine Brücke? Was ist die Geschichte dahinter? So ein bisschen Hintergrundinfos, ne?
Dann war ich in Neuwied, da ist mir dieses geile Kunstwerk untergekommen. Also mein ursprüngliches Ziel war ja in Neuwied, Alter, ich will mal so ein bisschen ja, Street Art Fotografie machen oder so meine alte Heimat fotografieren. Und da war zufälligerweise Flohmarkt. So, den Flohmarkt habe ich aber nicht tatsächlich nicht mitbekommen. Oder doch, ich habe mitbekommen, aber kein schönes Motiv gefunden, bis ich dieses Bild sah. Dieses Bild war halt so verdammt cool, dass ich das fotografiert habe. Ja, das hier ist auch ein cooles Bild. Da habe ich mit dem Kreativmodus rumgespielt. Also das ist tatsächlich einfach nur ein Foto ins Negativ gesetzt, glaube ich, war das. Ist auf jeden Fall ein Foto, keine Zeichnung. Weil ich schon mal gefragt wurde, Alter, ist das eigentlich eine Zeichnung? Nein, nein, nein. Das ist tatsächlich ein Foto. Und das gefällt mir auch ziemlich gut, obwohl es so simpel ist, ne? Kann ich das ein bisschen größer ziehen? Oh, wow, guck mal, ich habe was gelernt. So. Haben wir ein bisschen größeres Bild. Können wir nochmal das Schöne hier reinbringen. So ist halt, dass das Scrollen nicht so präzise ist mit BlueStacks. So, oh, da war ich am Drachenfels in Königsmitter. Das ist eine Burg oben auf dem Gipfel oder eher gesagt ein Schloss. Als korrekte Bezeichnung ist es ein Schloss. Und das ist die Nibelungenhalle. Und da war ich zu blöd, um später ins Schloss reinzugehen. Das muss ich unbedingt noch nachholen. Das ist immer noch auf meiner To-Do-Liste, da nochmal hinzufahren. Dann halt der Blick vom Drachenfels aus runter auf Königswinter und den Rhein. Und dann war ich im Kottenforst. Im Kottenforst ein bisschen wandern. Ja, kriege ich das ja, so kriege ich es hin. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Ne? Ein bisschen Natur, ein bisschen einfach so rantasten ans Hobby. Ne? Also, das sind keine großartigen Bilder, die ich hier schieße. Das ist einfach nur so, was habe ich gemacht? Ne? Ich habe mich versucht, mit dem Hobby zu beschäftigen. Da mein Selfie, ne? So sehe ich aus oder sah ich aus. Mittlerweile bin ich rasiert. Den Bart habe ich lang wachsen lassen. Ne? Heilige Scheiße, könnte ich eigentlich nochmal machen. So, und dann Bundeswehrfotos. Truppenübungsplatz Bergen, Ilü, Panzer, tralala. Wenn ihr euch die angucken wollt, würde ich euch empfehlen, einmal auf mein Profil zu gehen. Und hier haben wir den Drei-Mühlen-Wasserfall. Ich stehe ja total auf Langzeitbelichtung und Wasserfälle. Und habe gegoogelt, gibt es hier eigentlich Wasserfälle in NRW? Und ja, es gibt welche. Und das ist der für mich am schönsten war. Bin ich zusammen mit Hotaru hingefahren. Die übrigens auch eine sehr talentierte Cosplay-Fotografin ist. Und ja, dann habe ich da ein bisschen versucht, mit der Langzeitbelichtung zu experimentieren. Ich sehe aber, da ich da einige Fotos gar nicht hochgeladen habe, da könnte ich aber hier aushelfen, oder? Für den Ordner muss ich definitiv noch haben. Ja, Wimdisk. Showroom? Nee. All-time favorite. Ja, hier, guck mal. Da. Das sieht halt schon ziemlich geil aus, finde ich. Da war ich echt zufrieden, dass ich Anfänger das so gut hinbekommen habe. Vor allem hier oben die Ecke. Ich ziehe es mal ein Stück rüber. Sieht schon verdammt geil aus, finde ich. Also dafür, dass das eines meiner ersten Fotos war, finde ich das schon ziemlich gut. Hier haben wir es auch nochmal. Ah, anderer Ausschnitt, da fehlt oben der kleine Zusatz, ne? Ja, das waren sie. Gibt es übrigens auch bei Display zu kaufen. Ne? Also wenn da jemand Interesse hat. Verkauft habe ich bis jetzt noch kein einziges. Aber es war schon ein Ziel von mir, dass irgendwo mal ein Bild veröffentlicht wird. Und das wurde es. Er ist immer noch auf dem Rückweg hier. Und das ist tatsächlich einer meiner Favoriten. Das war ein Melsbach. Ein anderer Wasserfall. Fällchen. Fall. Ja, der ist ziemlich klein, aber ist super schön. Also das Bild ist eines meiner Lieblingsbilder. Vor allem habe ich hier die Schärfe verdammt gut hinbekommen vom Detailgrad. Da ist nichts dran bearbeitet an dem Foto. Dieses Foto habe ich so hochgeladen, wie ich es geschossen habe. Und das finde ich schön. Ja, dann nochmal die Ausblick vom Wandern. Hier habe ich tatsächlich geshoppt. Hier die Ecke, die ist komplett reingeshoppt. Das ist nämlich hier die Ecke nochmal. Nur mit anderem Kontrast. Ist keinem aufgefallen. Dann, der gute Stefan heißt Glaswasser auf Instagram. Mit dem war ich in Duisburg.
Im Landschaftspark. Lapadou sagt man dazu. Hat sich sogar gereimt. Da hat der mir so ein paar Kniffe gezeigt, ein paar Tricks gegeben, was wirklich ziemlich cool war. Na, das eine ist zum Beispiel hier diese Flammenspur. Da bin ich alleine drauf gekommen auf das Motiv. Ich sah die Fackelträger hier gehen, in die Richtung gehen. Ich habe eigentlich was hier hinten fotografieren wollen. Habe die Kamera schnell umgestellt, war auch der erste. Und zack, sind die losgegangen. Ich habe sie komplett drauf bekommen. Die anderen Fotografen, die neben mir standen, haben das nicht so geil hinbekommen. Bei denen fängt das irgendwie hier oder hier an. Die haben zu spät geschaltet. Aber wir hatten alle denselben Gedanken. Der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Aber das war schon ein geiler Abend. Vor allem, das war ein Abend, der mir gezeigt hat, heilige Scheiße, Alter, Fotografie ist etwas, was wirklich viele, viele, viele Menschen begeistert. Und ich war erstaunt, wie viele Menschen dann hier, ja, hier hingekommen sind, ne? Also ich glaube, insgesamt waren 20 Fotografen da. Hier oben waren noch zwei am Lichtmalen. Hier auf dem Turm waren auch noch fünf oder sechs Leute. Und dann noch ein Shooting. Dann noch hier die Gruppen. Und hier auf dem Platz, von dem ich aus fotografiert habe, waren auch irgendwie sechs oder sieben Fotografen nochmal. Also es war Wahnsinn. Ja, dann hier eines meiner Lieblingsbilder. Die Idee hatte ich, die habe ich dann hier im Stefan gesagt: Stefan, kennst du das? Stefan hat gesagt, ja klar. Dann hat er es gemacht und dann habe ich das auch mal versucht nachzumachen. Bei mir sieht man einen Teil des Objektes, was ich, sorry, eigentlich fotografiert habe, aber nicht alles. Das sieht man bei ihm besser. Aber gut, ich habe auch nur eine Canon EOS, sage ich jetzt, nur dieses betont. Das ist auch schon eine gute Kamera. Ne? Das war dann in Essen tatsächlich. Da waren wir noch im Zollverein hier ein bisschen knipsen an dem Tag. Also wir waren in Duisburg und in Essen. Das hier ist das Objekt, was ich in der Pfütze hätte spiegeln sollen. Ne? Also einmal nah und dann hier diese Ecke wäre das gewesen. Dann war ich in Düsseldorf mit Hotaru. Japanischen Garten. Und habe dort mein erstes Porträtfoto machen dürfen von Numeria und von ihr, Freaky Kashi. Das war schon sehr, sehr nett von den zwei, dass die das haben machen lassen. Ne? Dann habe ich hier, da habe ich tatsächlich versucht, mal ein bisschen Nebel einzubinden. Also mein Ziel ist ja, gute Fotos machen, nicht gut Photoshoppen. Aber irgendwie fand ich das ziemlich passend. Ne? Hier die Farben sind ziemlich deutlich. Kommt da. Schwarz-Weiß ist besser, Farbe wirkt viel zu künstlich. Buddy, das habe ich so eingefangen, wie ich es gesehen habe. Gut, ich habe ein bisschen die Sättigung hochgeschraubt, aber nicht viel. Ich glaube insgesamt 3% oder so. Aber das sah schon ziemlich, ziemlich deutlich und gut aus. Gut, man muss dazu sagen, ich bin schwerhörig und so gut wie blind, ne? Und ich habe sogar noch eine Farbschwäche. Also, ja, ich hoffe, euch gefallen meine Bilder trotzdem. Ja, das ist bei mir direkt vor der Haustür tatsächlich. Das ist Bonn. Das ist Meckenheim Meer von der Brücke. Hier ist der Edeka und der Aldi. Übrigens am Kreisel, wenn man zu den Autobahnen will. Da stand ich halt einen Abend, habe Fotos gemacht. Das war auch ziemlich nett. Ich glaube, mich hat da irgendein Mädel für verrückt erklärt, weil ich da mit der Kamera stand, aber okay. Ja, das ist die gute Numeria, die halt auch im Japangarten war, der ich ein paar Fotos bearbeiten durfte. Sehr sympathisch, auf jeden Fall, sehr geduldig. Aber auch hier, das ist was, was mich an meinen Fotos noch extrem stört, ist das Bildrauschen und die Schärfe. Da muss ich unbedingt gucken. Also das ist das größte Fazit, glaube ich, bis jetzt beim Fotografieren, was ich für mich selbst rausziehe, ist, achte auf den Fokus. Der Fokus ist das, worauf ich am meisten achten muss. Den Rest finde ich gar nicht immer so schlimm. Also ich finde, die Motive wähle ich okay aus. Klar, hier ist eine Stange im Weg, aber das ja, ist okay. Hier Perspektive finde ich auch ziemlich geil. Man sieht die Wölbung der Straße plus Kurve hier symmetrisch und am Model. Ne, worauf man achtet, sieht ansprechend aus, finde ich. Aber der Fokus, ne? Hier auch Bildrauschen. Ich meine, Bildrauschen macht jetzt ein Bild nicht unbedingt schlecht, aber ja, es stört mich. Also ich will es schärfer hinbekommen. Hier habe ich es auch hinbekommen mit den Augen.
ziemlich scharf zu schießen. Aber bei manchen Sachen, da fällt mir das nicht auf, ne? Also genauso wie gestern im Skatepark, ich schieße Fotos, denke mir so, boah, super geil, so out of cam, aber am PC dann mega unscharf. Dann war ich noch in Bad Münstereifel. Bad Münstereifel, so ein kleines, schönes. So, ich bin wieder da. Lalalalala. Gut. So, dann hatten wir Bad Münstereifel, ein kleines, schönes Dorf. War interessant, hatte ich das Foto und dieses Foto gemacht. Da stand dann irgendwann so ein älteres Pärchen, was mich beobachtet hat und auch hergeguckt hat, dass ich hier keine Sachbeschädigung oder am Kiffen bin, ne? Also es war denen ganz wichtig, dass ich nicht hier am Kiffen bin. Ich habe nicht gekifft. Ich habe eine Zigarette geraucht. Dann Highlight. Bonn leuchtet noch gar nicht so lange her. Das erste Novemberwochenende. Bis zum 3.11. ging das. Und ich mag unglaublich gerne in der Nacht fotografieren. Ne? Nachtlichter, ziemlich geil. Auch diese Reflexion hier, die ich da hinbekommen habe, darauf bin ich besonders stolz. Das ist auch eines meiner Lieblingsfotos von Bonn leuchtet. Ziemlich geil. Bad Godesberg. Das war cool. Das habe ich nicht so hinbekommen, wie ich wollte. Ich wollte eigentlich dieses Blatt hier gestochen scharf haben. Aber ich habe keinen schwenkbaren Display an meiner Kamera. Das heißt, wenn ich nochmal sowas mache oder wenn ich nochmal upgrade, werde ich definitiv darauf achten, dass dieses einen schwenkbaren Display hat. Das waren auch coole Bilder. Aber wo ist denn das eine Foto? Das war okay. Habe ich das gar nicht geuploadet? Ich hatte noch so eine alte Telefonzelle geknipst. Die war ziemlich geil. Bonn leuchtet. Ah, war schon geil. Der Shot in Koblenz. Oh, in Koblenz war ich letzte Woche. Das war auch ziemlich cool. Da hatte ich die Lichtmalereien plus die Burg oder Kapelle, die ich eigentlich scharf haben wollte und heller. Habe ich ja nicht hinbekommen, aber ich finde das Ergebnis hier für einen Anfänger auch schon ziemlich okay. Dann mein erstes Shooting zusammen mit Sarah und Ramona. Ja, die beiden waren so nett, haben sich von mir ablichten lassen. Ich suche übrigens noch Modelle aus NRW. Das heißt, kommt ihr aus NRW, meldet euch. Ich mache gerne Fotos von euch. Kostenlos natürlich. Von beiden Seiten aus. Es war mein erstes Shooting. Das war ganz okay, finde ich. Also dafür, dass es wirklich mein erstes Shooting war, was ich gemacht habe, finde ich die Bilder nicht schlimm. Also finde ich ziemlich gut. Das hier mag ich ziemlich, weil da beide am Strahlen sind. Model Handling ist auch so eine Sache, was man lernen muss, ne? Es war auch nochmal ein Koblenz hier. Das ist aber aus Bad Münstereifel, das Bild hier. Das ist der Torbogen hoch. Am Brauhaus. Ja, das ist nochmal Bonn. Genau, das sind die Bilder der Woche, die es nicht geschafft haben. Dann war ich in Schmallenberg. Wollte mir da eine Aussichtsplattform angucken. Das war diese. Gibt es übrigens auch einen Vlog zu. Ich glaube, ich bin den Vlog auch ein bisschen hier rein. Dann haben wir hier. So, ich sitze jetzt im Auto, mache mich quasi fertig. Dann geht die Tour los. Ich gucke mal, ob ich zwischendurch ein paar Videos mache. Und dann sehen wir uns später zwischendurch immer. So, auf meinem Weg, letzten 10 Kilometer, doch nochmal Pause gemacht. Bei der Aussicht sieht man jetzt nicht so geil, aber ich bin gerade einen ziemlich weiten Berg hochgefahren und dann bin ich jetzt auf dem Weg, die andere Seite runterzufahren. Und Alter, die Aussicht ist echt mega, ne? Richtig cool. Ziemlich geile Aussicht. Bin jetzt eigentlich angekommen an dem Ziel, wo ich hin wollte, und habe die ersten drei, vier Fotos schon gemacht. Ganz so weit oben bin ich nicht, wie ich will, aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Ja, was soll ich sagen, ne? Die Aussichtsplattform habe ich gefunden. Also man muss ja sagen, ist eine schöne Gegend, definitiv, ne? Aber die Aussichtsplattform. Ja, ich habe ja auf Bildern gesehen, so ist nicht die größte, aber ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft von
Vor allem, weil ich jetzt knapp anderthalb Stunden unterwegs war hierhin. Gut, verkehrsgeschuldet sogar knapp 2 Stunden fast. Ja, was mache ich denn jetzt noch? Also ich fahre jetzt noch durch. Das hier ist wohl Lenne. Ich fahre jetzt durch bis nach Schmallenberg. Dann habe ich noch einen Tipp bekommen, wo man eventuell Fotos machen könnte. Und ansonsten geht's wieder zurück. Dann war das Ganze so gut wie umsonst, ne? Ich war ja vorher noch unten in Schmallenberg. Da dachte mir, so ein Ticken höher geht noch. Durch Zufall jetzt noch was gesehen. Hier werde ich auf jeden Fall noch ein, zwei Fotos schießen. Ziemlich, ziemlich, ziemlich geile Aussicht. Ja, was soll man sagen? Das hat meine Fahrt gerettet, ne? Also, damit war es schon wirklich sehr, sehr gut. Gut, dass ich noch hier abgebogen bin. Ein bisschen hier rein, dann haben wir hier. So. Ja. Sound ist da? Ja, Sound war wieder mal kurz weg. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, ich wollte die Videos einbinden, dann haben wir eine Mischung aus Vlog, Podcast und sonstiges. Und das sind die aktuellsten Bilder von gestern. Da war ich auf dem Weg in die Bonner Rheinaue. Ich wollte nämlich speziell so Langzeitbelichtung wie hier machen. Einfach Wasser nochmal weich zeichnen mit so Steinen und der Brücke im Hintergrund. Aber dann habe ich nach links geguckt, habe dann Skatepark gesehen und dachte mir so, okay, das mache ich. Ich gucke mir das jetzt mal an. Dann stand ich da, hier am Eingang ein paar Minuten, dann habe ich die angesprochen, habe gesagt, hey, kann ich mal ein paar Fotos von euch machen? Ich finde das ziemlich cool, was ihr macht. Ja, und dann habe ich Fotos gemacht. Also das ist jetzt zum Beispiel mein Instagram-Resümee, ne? Also waren schon ziemlich, ziemlich coole Momente. Also ich habe viel erlebt dadurch, ne? Das ist wirklich cool. Hier haben wir nochmal ein Bild. Ich ziehe die Bilder einfach mal so ein bisschen hier rein. Ich hoffe, mein Mikrofon hat einen Wackler. Wer mir ein neues sponsoren möchte, darf das gerne tun. Ich sehe auch gerade, ich habe, glaube ich, gerade doppelte Tonspur vom Mikrofon. Sorry. Ich gehe einfach mal schnell durch, ne? Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Auch wenn das nicht gut ist bearbeitet, also nicht gut gezeichnet ist, aber da habe ich mir die Mühe gemacht, habe versucht, das zu zeichnen. Na, also ohne Grafiktablett, einfach mit Maus und Tastatur. Ist okay. Japangarten haben wir eigentlich schon durch. Lumina ist ein Programm, was ich unbedingt mal testen wollte. Da warte ich aber auf Lumina 4. Lumina 3 gefällt mir jetzt nicht so. Wenn man auf Bilder vom Shooting mit den zwei. Und auf der Burg wollten wir eigentlich shooten, aber man darf da nicht drauf. Das Bild fand ich ziemlich okay. Also den Gesichtsausdruck, der ist ziemlich geil. Also aussagekräftig. Bevor mir jetzt irgendjemand kommt mit. Das ist auch gut. Lol, was habe ich denn da bearbeitet? Es ist auch krass, wie die Sichtweise sich auf Fotos manchmal verändert in so kurzer Zeit, ne? Also, ich habe gedacht bei manchen Fotos, Junge, kannst du nicht machen? Oder, Junge, sieht das geil aus? Und heute denke ich mir so, sieht ja doch gar nicht so gut aus, wie ich dachte. Das war im Kreise. Sonnenblumen, vertrocknete Sonnenblumen. Ich da einfach ein Gegenpart, ein Pendant zu dem, ja,
zu dem strahlenden Happy-Ding machen wollte. Den Ordner wollte ich jetzt aber nicht zeigen. Bilder. Showroom. Genau, hier haben wir nochmal da. All-Time-Favorite habe ich auch durch. Hier haben wir nochmal. Stimmt, das wollte ich ja auch noch posten. Das war zum Beispiel ziemlich cool. Das war ja... ich wollte Nebel im Dorf hinten um die Kirche rum fotografieren, plus wie er durch die Bäume scheint. Habe ich nicht ganz hinbekommen, aber ich finde das so auch schon ziemlich okay. Und dann die Sonnenblumen. Ich glaube, die Bilder lade ich noch hoch irgendwann. Feld edited. Warte, ich ziehe mir die direkt mal in meine Cloud rein. 171 Elemente werden hochgeladen. Hoch, das dauert aber noch eine Weile. Meine Sache, Feld edited, unbenannte Ordner. So, checken wir nochmal, ob Stimme noch... Ja, mein Mikrofon hat einen Wackler, ne? Das ist echt schade. So, Lightroom. Industriebilder. Ab. Das hat Spaß gemacht. Also die Fotos finde ich ziemlich gut. Ich klipp so unglaublich gerne. Nee, ach scheiße. Ich klipp so unglaublich gerne bei Nacht. Habe ich festgestellt. Habe ich meine Ruhe, da kann ich alles machen, was ich will. Oh, hier hatte ich Panik, ey. Da kam ich nach Hause, habe die SD-Karte eingesteckt und dann Karte beschädigt. Dann konnte ich die. Ich konnte die Bilder nicht mehr kopieren. Und der sagte mir, ich soll die Karte formatieren. 61 Sekunden Belichtung. Hatte ich da einen Filter drauf? Ne, ich hatte keinen Filter drauf. Wie lange habe ich eigentlich hier belichtet? Bei der Pfütze? Das ist eine gute Frage. Boah, wie lange das lädt, ne? Weil das CR2-Dateien sind. Also RAW. Zeigt er mir das auch irgendwann mal an? F9 40 128 0. Ach, da war doch der Toolte. Ich hasse das, ne? Ich weiß nicht, warum der so langsam ist da. Alter, du bist ein Supercomputer. Du darfst doch nicht von ein paar Bildern überfordert sein. Hängt sich jetzt ernsthaft der der Explorer auf? Ist nicht dein Ernst. »129 Sekunden Belichtungszeit für die Pfütze. Okay. Stromverbrauch sehr hoch. Firewall. Hä? Willst du mich verarschen? Okay. Was war das jetzt für ein Sound? Bin noch nirgendwo online. Okay. Pictures at... Ah, Bonnerhaven. Das waren meine ersten Fotos, die ich geschossen habe. Ziemlich, ziemlich kacke. Also hier finde ich nichts drauf. Was habe ich hier fotografiert? Denn gar nichts. Einfach mal, ich gucke rüber. Da, ja, Zeppelin, aber das ist noch nicht mal scharf, ne? Also, da habe ich weder aufs Motorboot fokussiert, noch auf den Kirchturm. Wo habe ich hin fokussiert? Die Leute sind auch nicht scharf. An sich schönes Motiv, aber welches Motiv? Also da, sind nicht scheiße, aber mir gefallen sie jetzt definitiv nicht mehr. Random Aufnahmen. Die waren random. Ja, ich glaube, das waren so gut wie alle meine Bilder, ne? Also wenn ihr mal Bock habt, guckt euch die Bilder ganz gerne auf meinem Instagram-Kanal an.
@Zyriak1, genauso wie der Channel hier und überall auch sonst. Und ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, eingeschaltet habt und sage dann ciao, bis zum nächsten Mal.